Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann, und heute kommentieren wir ein Ligaspiel für Sie. Eine interessante Partie steht da heute an. Beide Clubs können bisher mit dem Saisonverlauf durchaus zufrieden sein. Aber vor allem für die Drittplatzierten geht es natürlich auch darum, Anschluss zu halten. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Und dann gucken wir uns noch kurz die Gegenseite an, Buschi. Auch hier sehen wir eine sehr offensive Ausrichtung, auch wenn da 4-5-1 steht. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Das könnte gefährlich werden. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Da ist die Flanke. Hoffmann spielt den Ball direkt zurück. Hier Länder. Einwurf jetzt. Unnötiger Ballverlust. Hier Länder. Jetzt wird's gefährlich. Den spielt er wieder zurück. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt könnte es gefährlich werden. Hier Länder. Könnte eine Gelegenheit werden. Abgefangen, gut gemacht. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf.
So, was machen Sie draus? Die Defensive steht. Schupp. Hoffmann. Weg ist der Ball. Jetzt die Gelegenheit. Und direkt zurückgespielt. Gute Chance jetzt. Und jetzt ist der Ball geklärt. Hier Länder. Da kommt die Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Die Ecke kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. So langsam wird es gefährlich. Jetzt gibt es einen Einwurf. Sie bieten sich an. Jetzt kommt der Schuss. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Oh, das ist ein ganz seltener Moment für ihn. Ja, sonst ist der Abwehrspieler natürlich eher für das Tore verhindern zuständig. Aber hier macht er es selbst. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Pass auf die Außenbahn. Hereingabe. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Schupp. Hoffmann. Hier Länder. Da kommt er raus und hält den Ball. Muss Einwurf geben. Das könnte gefährlich werden. Jetzt die Flanke. Da geht er hin und faustet den Ball weg.
Jetzt müssen sie aufpassen. Keine gute Aktion, schlecht verteidigt. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Gut verteidigt hier. Guter Pass. Jetzt wird's gefährlich. Super gemacht, gute Verteidigung. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von eben. Souverän gemacht und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der so hält. Das könnte die Chance werden. Sehr gut, er schießt. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Da ist der Ball weg. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und jetzt geht's hier weiter. Oh, oh, das war knapp, aber richtig entschieden in meinen Augen. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gefährlich! Tor, und da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Da touchiert der Ball noch den Pfosten und dann geht er ins Tor. Knapper geht's kaum, aber unterstellen wir ihm mal, dass er das genauso wollte. Hier nochmal dieser Treffer. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Tolles Zuspiel. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und Eckstoß. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Jetzt die Ecke. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Da kommt die Flanke. Abgeblockt. Schönes Pressing jetzt. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Das könnte gefährlich werden. Ganz energisch. Ganz einfach an den Ball gekommen.
Ja, da ist Platz jetzt. Da geht er dazwischen. Und das gibt Eckball. Guter Zweikampf. Schupp. Klasse Pass. Hereingabe. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie kommen jetzt über außen. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Jetzt müssen Sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Das könnte die Chance werden. Hoffmann. Wird's jetzt gefährlich. Die Defensive steht. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Da kommt der schnelle Einwurf. Jetzt gibt's einen Einwurf. Den Ball wirft er schnell ein. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das sieht vielversprechend aus. Hoffmann! Gibt das den Anschluss? Gehalten! Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Jetzt der Eckball. Szene, er schießt. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt gibt's Abstoß. Stimmungstechnisch macht Ihnen hier keiner was vor, oder? Nee, also was die Fans hier heute abliefern, das ist aller Ehren wert. Tolle Stimmung. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Da ist die Hereingabe. Ganz souverän hier vom Torhüter. Schupp. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Ganz einfach an den Ball gekommen.
Der Trainer will mehr Offensive, mehr Druck sehen. Ob sie mit langen Bällen mehr Durchschlagskraft entwickeln? Okay, jetzt könnte es hier nochmal richtig spannend werden. Sie werfen alles nach vorne, wollen das Tor förmlich erzwingen. Sie haben den Ball und bei ihrer enormen Ballsicherheit geben sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gute Aktion. Schopp. Hoffmann. Jetzt wird's gefährlich. Schopp. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Hoffmann. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Jetzt ist es vorbei, der Schiri pfeift ab. Ein Derby zu gewinnen ist möglicherweise nicht für jeden Spieler was Besonderes, aber auf jeden Fall für die Fans. Ja, aber auch die Spieler, die nicht aus der Gegend kommen, dürften schon wissen, was so ein Sieg für einen Stellenwert hat. Und so sind sie auch aufgetreten. Das war gut, was er heute angeboten hat. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.